Ja, sehr. Nein, warte, wir hatten eine eigene neue Begrüßung. Der Sibims Bizarro. Und ich begrüße euch zu einer ganz neuen Folge Online Soccer Manager. Dieser heute wird hocherotisch. Denn ich werde im Verlauf des Videos nicht nur mein gesamtes Gewand ausziehen, nein, ich werde auch meine abgeklebten Nippel befreien. Gut, wir holen uns erstmal unseren Bonus. Und sehen, dass es uns niemand im Chat geschrieben hat. Ja, schreibt mir Leute, bitte. Gut, loggen wir uns ein. Ja, ich weiß, ich habe euch nichts gezeigt. Es ist der 11. Spieltag. Ich weiß selber nicht, wo ich stehe. Okay, es ist ein Unentschieden. Wir sind am dritten Platz. Wow, einen Punkt hinter dem ersten. Und unser Ziel ist der siebte Platz. Wie viel Abstand haben wir denn auf den achten, auf unser Ziel? 18, 2, 7 Punkte. Wow, wir sind urgut für das, dass ich so wenig reinschaue. Eigentlich fast schon peinlich. Empoli denkt sich so, jo Digga, Benassi, guter Spieler, oder? Würdest du mir den geben? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube fast nicht. Ich meine, ich werde jetzt mal in unseren Kader reinschauen, den ich übrigens verstärkt habe in eurer Abwesenheit. Der schaut jetzt wie folgt aus. Ich habe uns Lozano gegönnt. Der hat 7 Spiele, 7 Tore, also Und ich werde jetzt Pepe sage ich. Ja, ich habe wegen Simon. Ja. Simeone werde ich wahrscheinlich auch wieder aufstellen, weil 3 Spiele, 3 Tore. Chiesa, will nicht so ganz, wisst ihr was? Das werden wir jetzt sofort erledigen, bevor wir uns den restlichen Kader anschauen. Wie schaut es denn mit der Fitness von euch ganzen? Oh, ich muss das Training mal beenden. Eines nach dem anderen, Leute. Wir dürfen nicht so durcheinander werden in dem heutigen Video. Ja. Ich möchte wirklich, ich bin jemand, ich verspreche immer so viel, aber ich möchte heute nicht zu viel versprechen und möchte trotzdem sagen, es kann tatsächlich passieren, dass in nächster Zeit mehr Videos kommen. Aber wie schon gesagt, das ist jetzt natürlich nur so herausgebrüllt. Lass ich mal kurz schauen. Warum ist denn dann Benasi eigentlich auf der Bank? Dann holen wir uns jetzt mal in die Startelf. Na, Thiago Silva sollte vielleicht auch nicht unbedingt zwingend auf der Bank sitzen. Da bleiben wir mal bei Dragowski. Gut, zurück in den Kader. So sieht es aktuell aus im Sturm, den kennen wir jetzt schon. Ich glaube, der hat schon noch. Okay, er hat dreimal gespielt, nicht getroffen, er ist halt einfach irgendwie auch da. Ja, unser Mittelfeld ist sehr stark. Veretout haben wir von Anfang an gehabt. Gerson hat sich auch schon schön entwickelt. Wir haben mit Young einen Spieler, der immer noch zu unserem besseren oder eigentlich sogar der beste Mittelfeldspieler ist. Der sogar schon zweimal getroffen hat, 2 Vorlagen. Ist ja nicht so übel. Und Fernandes, der wartet immer noch auf seinen ersten Einsatz. Der wird auch schon von der Moral her immer ein bisschen schwächer. Müssen wir im Auge behalten. Ja, Thiago Silva werde ich jetzt mal sofort aufstellen. Wir haben Baumgartl gekauft. 22,81er. Ich glaube, waren 80er oder 79er, als wir ihn geholt haben. Plattenhardt haben wir jetzt auch im Kader, dass wir einen ordentlichen Außenverteidiger haben und hat sogar schon ein Tor, also hat sich wohl gelohnt, ja. Und unsere Torhüter sind wie immer so, wie sie sind. Gut, dann werden wir gleich mal Thiago Silva aufstellen. Milenkovic mit 8 Angriff da außen macht halt jetzt wenig Sinn, da werden wir uns jetzt mal Gibson hinstellen. Dann haben wir hier im offensiven Mittelfeld einen Platz war, da werden wir Benassi hinstellen, wobei wir das so tauschen werden. Veretout wird auch schon ein bisschen müde, das werden wir jetzt mal im Auge behalten. Da haben wir gesagt, Simeone stellen wir auf. Young auch schon ein bisschen müde, bei 80% nur. Werden wir dann jetzt ein bisschen durchrotieren, das heißt im nächsten Spiel werden wir dann vielleicht wieder Maicon aufstellen. Und so durch ein bisschen rotieren. Wie schon gesagt, ich versuche jetzt mal täglich reinzuschauen, dann sollte das Ganze schon ganz gut funktionieren. Training haben wir auch schon Stufe 1. Jetzt wollen wir mal hier den Platz auch auf Stufe 1 bringen, um dann die Kapazität auf Stufe 1 zu bringen, um dann Training weiterzumachen. Das sollte im 11. Spieltag eigentlich schon ein bisschen weiter sein. Und Sponsoren warten auch. Dann haben wir die Südtribüne und dann haben wir die Westtribüne. Wir haben 8,53 Millionen, das ist jetzt nicht die Welt. Ich würde jetzt noch gerne auf die Transferliste schauen, weil wenn wir jetzt in der Transferliste sehen, dass ein Mittelfeldspieler, der ähnlich gut ist wie unser Angebot, also 11 Millionen, das heißt, wir wären bei, sagen wir mal, ca. 20 Millionen, die wir zur Verfügung hätten, dann holen wir uns natürlich einen besseren Spieler. Zum Beispiel Aouar von Lyon, der wäre schon mal eigentlich
eine ordentliche Verstärkung für 19 Millionen, den sollten wir uns leisten können, wenn wir das Angebot annehmen. Ein Pelkas wäre auch eine Überlegung, aber ich glaube, wir werden das dann direkt so machen. Das heißt, wir gehen in die Verhandlungen, meine verhandelnden Kumpanen sagen zu diesen 11 Millionen, na, ein bisschen wenig, aber besser als nichts. Müssten jetzt bei 19 sein. Wir gehen in die Transferliste und holen uns den insgesamt besseren Spieler in unser Team. Wir sagen, ja sicher, kaufen wir den und den werden wir auch sofort in die Startelf geben, denn damit haben wir jetzt unseren besten Spieler verpflichtet, der auch direkt im ZOM auftreten wird, weil es ist nur ein Unterschied zwischen Offensiv und Defensiv, also Angriff und Verteidigungswert. Das heißt, der ist im zentralen Mittelfeld besser aufgehoben als auf den Flügeln. Natürlich kann ich solche auch am Flügel aufstellen, macht aber nicht ganz so viel Sinn. Also ich finde die am Flügel sinnvoller. Und damit haben wir uns eigentlich wirklich, wirklich, wirklich gut verstärkt. Wir haben zwei junge Spieler, die wir einfach nur hochtrainieren müssen. Eigentlich einen dritten und eigentlich einen vierten. Unser Mittelfeld ist gut besetzt, auch unsere Abwehr, wenn du es nimmst, jung. Ja, eigentlich nicht so jung, aber jung. Ja gut, unsere Abwehr ist vielleicht auch nicht ganz perfekt, aber niemand ist direkt perfekt. Und ja, wir werden jetzt mal in den Spielplan reinschauen. Mich interessiert nämlich jetzt noch, gegen welche Spiele, in welchen Spielen wir gewonnen haben. Wen haben wir denn wie hoch weggeschossen? Also, gegen Rom am ersten Spieltag direkt mal 2-1 gewonnen. Ich werde aber jetzt nicht jedes Spiel im Detail anschauen. Das kostet mir, glaube ich, jetzt zu viel Zeit und lauter Zeit ist Geld. Und Geld haben wir da eh alle zu wenig, oder? Also gegen Rom gewonnen, gegen Sassuolo verloren und dann eigentlich nur mehr gewonnen. Gewonnen, gewonnen. Jetzt das erste Unentschieden. Aber das auch gegen Bologna. Wir haben Napoli 5 zu 0 besiegt. Inter 2 zu 0. Lazio 2 zu 0. Wir sind ja richtig stark. Und deswegen sollten wir Sampdoria jetzt auch mal wegschießen. Wie schon gesagt, ich bin jetzt wieder online. Ich bin jetzt wieder ready. Und jetzt geht eigentlich die Sache auch wieder voll ab. Und deswegen würde ich sagen, ihr knallt mir jetzt erstmal den Daumen in die Höhe. Ihr schreibt jetzt erstmal in die Kommentare, was ihr zu den Transfers haltet. Was sagt ihr zum dritten Platz? Was sagt ihr zum Wetter heute? Und ansonsten, hast du noch irgendeine Idee, was sie machen sollen? Nichts? Na gut, dann macht nichts und schlaft gut. Tschüss, gute Nacht. Auch wenn es jetzt 10 in der Früh ist, gerade aufgestanden seid, legt euch noch mal eine Stunde nieder. Es tut keinem weh. Ciao.